bei solchen Eigenschaften, die wir berücksichtigen müssen, zumindest berücksichtigen müssen. Und eines davon ist eine Eigenschaft, die vielen von uns in bestimmten Medium schon mal begegnet ist, nämlich bei der Luft und dem Schall. Und das ist die Laufzeit. Für die elektromagnetischen Schwingungen, die wir übertragen wollen, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen, ist die Lichtgeschwindigkeit deutlich höher als vom Schall. So die obere Grenze, ich habe es hier mal hingeschrieben, so eine Zahl, die ich irgendwo gefunden habe, so ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Tatsächlich ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Leitung, die wir benutzen, zum Kupferkabel oder sowas, sogar noch geringer. Hier das in diesem Kupferkabel gerade 200.000 Kilometer pro Sekunde, 220.000 Kilometer pro Sekunde. Im Weltall bewegt sich Licht und andere elektromagnetische Wellen, also Radiowellen oder sowas, mit eben diesen knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Glasfaserkabel braucht das Licht ein bisschen länger als 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist dann entsprechend geringer, 240.000 Kilometer oder sowas. Den Schall, den habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben, 343 Meter pro Sekunde. Sie können jetzt also, wenn Sie da draußen einen Blitz sehen, mitzählen und hinterher können Sie die Anzahl Sekunden umrechnen in Distanz von Ihnen zum Blitz. Interessant auch, das ist in der Tsunami-Zeit interessant gewesen, also für so Tsunami-Warnsysteme und so weiter. Erdbebenwellen breiten sich mit ungefähr 8 Kilometer pro Sekunde aus, so ein Tsunami ist aber nochmal langsamer. Und natürlich, wenn wir irgendwo Erdbeben messen und ungefähr an der Stelle, wo das Erdbeben war, dann dauert es auch eine Weile, bis die Erdbebenwellen eintreffen. Wenn es ein starkes Erdbeben ist, ein Umkreis von ein paar hundert Kilometern oder so ähnlich, haben wir geringe Warnzeiten, aber weil die Tsunamiwellen so viel länger brauchen, haben wir durchaus längere Warnzeiten. Das heißt, Tsunami-Warnsysteme können wirklich funktionieren, weil man eben diese doch relativ langsame Ausbreitungsgeschwindigkeit hat. Nachdem man also so ein unterseeisches Erdbeben gemessen hat, kann man schon noch eine Tsunami-Warnung produzieren, selbst wenn die Messbojen einige Kilometer, auch ein paar Kilometer von den Erdbebenwellen weg waren oder auch ein paar hundert Kilometer weg waren, weil die Tsunami-Wellen eben so viel langsamer sind. Übrigens System, was diese Ausbreitungsgeschwindigkeit von Funkwellen, die konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit von Funkwellen in unserer Atmosphäre direkt braucht zum Funktionieren, das ist GPS. Ne? Wir haben Satelliten, die da oben sind und die ihre Funkwellen aussenden. Und wenn wir hier so einen GPS-Empfänger haben, dann misst der, wann die Funkwellen ankommen von den GPS-Satelliten. Der weiß auch, welcher GPS-Satellit wo am Himmel steht. Und die messen jetzt also die Laufzeit des Signales. Die senden im Wesentlichen Zeitsignal aus, die GPS-Satelliten. Die messen also die Laufzeit des Signales und die Unterschiede der Laufzeiten, bis die Signale ankommen in der GPS-Antenne, im GPS-Gerät. Und wenn man weiß, wo die Satelliten am Himmel stehen, kann man dann mit ein paar Satelliten mit Signalen von 3 oder 4 Satelliten die Position auf der Erdoberfläche bestimmen. Also da wird auch Laufzeit verwendet, um den Dienst zu erbringen. Also diese fixe Laufzeit. Und wir wissen, man spekuliert darüber, dass man vielleicht auch irgendwann mal Informationen übertragen kann mit einer schnelleren Geschwindigkeit als das da, aber dazu braucht man noch ein paar gute Ideen, wie man um dieses Naturgesetz, sagen wir mal, sich herummogeln kann. So einfach geht es nicht.
Ja, beim Telefonieren über einen Satelliten kann man diese Laufzeitverzögerung ja, tatsächlich merken, empfinden. Da wird es relevant. So ein Satellit, ja, diese Kommunikationssatelliten, die wir benutzen für Telefonieverbindungen, interkontinentale Telefonieverbindungen von Europa in die Vereinigten Staaten oder von Europa nach Afrika oder sowas ähnliches. Die würden, wenn es eine Leitung hier an der Erdoberfläche ist, 10.000 Kilometer lang, da hätten wir entsprechend eine ganz geringe Verzögerung, 30. Sekunde oder sowas. Aber diese Fernmeldesatelliten, Intelsat oder sowas, über die man ein paar tausend Telefongespräche gleichzeitig routen kann, die benutzen ja natürlich nicht so eine Oberflächenleitung, sondern da wird erstmal das Signal zum Satelliten gefunkt und der Satellit schickt es wieder runter an den anderen Ort auf der Erdoberfläche. Das Signal liegt also von uns zum Empfänger mindestens 72.000 Kilometer zurück. Und wenn wir uns überlegen, dass dann der ja noch antworten muss, nochmal 36.000, nochmal 36.000, also insgesamt, wenn wir einen Laut von uns geben, bis die Reaktion auf den Laut aus Südafrika, wenn es über den Satelliten geht, wieder bei uns ist, sind es 144.000 Kilometer, mindestens. 144.000 Kilometer bedeutet also eine Verzögerung, wenn wir jetzt mal die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Einfachheit halber als so ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde annehmen, bedeutet das eine Verzögerung von ungefähr einer halben Sekunde. Sie sagen was und die Reaktion von dem anderen ist frühestens nach einer halben Sekunde da. Und dann hat er noch keinen Augenblick Reaktionszeit gehabt. Hat er noch nicht nachgedacht. Und deshalb funktioniert über solche Satellitenverbindungen das Telefonieren etwas schwierig. Ja, was man da erlebt ist, dass man was sagt und wie so im Gespräch untereinander macht man eine kurze Pause. Und das sind wir ja so gewöhnt im Gespräch untereinander, wenn wir die kurze Pause gemacht haben. Und wir hören nichts, denken, wo kann ich eben weiterreden, der andere hat nichts zu sagen. Ja, dieses soziale Protokoll beim Dialog ist ja, ich sage was, dann mache ich eine kurze Pause, können Sie was sagen? Und wenn Sie in der kurzen Pause nichts sagen, denke ich mir, ist okay, der will nichts sagen, ich kann ja mal weiterschwätzen. Das funktioniert genau bei Satellitentelefonen sehr schwierig. Ich mache die kurze Pause, bis der andere merkt, bis das Signal bei dem ist, der andere merkt, dass er jetzt was sagen könnte und tatsächlich auch was sagt, ist eben mehr als diese halbe Sekunde vergangen mit der Verzögerung. Und ich rede schon weiter und dann fällt man sich bei solchen Satelliten, über Satelliten geführten Telefongesprächen auch schon mal ins Wort. Häufiger sogar. Und da muss man sehr diszipliniert telefonieren. Die Verständigung ist da etwas schwierig. Ja, was man außerdem berücksichtigen muss, ist, dass das Medium, das Kabel, die Leitung auch speichert. 5000 Kilometer lange Leitung bedeutet eine Laufzeit von mindestens 25 Millisekunden. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir 64.000 Bit pro Sekunde übertragen, dann bedeutet das ja, dass wir hier in 25 Millisekunden viele Bits da reinstecken müssen, in die Leitung. Wir stecken also, während das erste Bit noch unterwegs ist, bei dieser niedrigen Datenrate schon 1600 Bit in die Leitung. Und bei einer höheren Datenrate, sagen wir mal bei 2 Megabit, stecken wir, bis das erste Bit am anderen Ende rauskommt, schon 50.000 Bit in die Leitung. Das heißt, die Leitung ist auf die Weise auch ein Speicher und wir können, wenn wir jetzt hier Daten übertragen, gar nicht im Verhältnis zu der Rate, wie wir es übertragen, gar nicht so schnell eine Antwort auch erwarten. 50.000 Bit pro Sekunde. Das sind ja 6 Kilobyte, typischerweise 4 Ethernet-Frames. Wenn wir die also schicken, wenn wir schicken 4 Ethernet-Frames bevor der erste überhaupt den Anfang vom ersten Ethernet-Frame empfängt. Und dann muss er noch antworten. Das heißt,
in so einer 5000 Kilometer langen Leitung, selbst bei einer niedrigen Geschwindigkeit von 2 Megabit pro Sekunde, braucht es mindestens so 8, könnten wir 8 Frames schicken, bevor wir frühestens eine Bestätigung erwarten könnten. Und das ist natürlich schon für Protokolle, die man entwickelt, ausgesprochen relevant. Ja, was dann überhaupt nicht geht, ist einen Frame abschicken, warten, bis die Bestätigung ankommt und dann den nächsten schicken. Dann würden wir diese 2 Megabit Geschwindigkeit nie erreichen können. Da wäre zu lange warten auf diese Leitung. Also das ist ein weiteres Problem, eine Eigenschaft, die muss man kennen und da muss man dann Protokolle, wenn man sie denn hat, auf den höheren Schichten, darauf einrichten. Und das nächste, was ich erwähnen möchte, das ist hier in dieser Zeichnung drin. Die Zeichnung kann man eigentlich wohl ohne das gesprochene Wort nur schwer verstehen. Könnte ich vielleicht auch mal einen Kommentar anfügen. Da geht es um parallele Datenübertragung. Man kann sich ja überlegen, wenn ich auf einer Leitung 2 Megabit übertragen kann, dann kann ich auf 8 parallele Leitungen entsprechend 16 Megabit pro Sekunde übertragen. Auf jeder diese 2 Megabit. Ich könnte mit 8 Leitungen den Durchsatz deutlich erhöhen, Faktor 8. Und das ist auch in gewissem Umfang natürlich möglich. Aber, und jetzt kommt das Problem, wenn wir parallele Leitungen verlegen, dann sind die nicht unbedingt alle gleich lang. Das geht damit los, dass wir, wenn wir zwei Chips verbinden, machen wir mal so, die sind hier so untereinander, aus irgendeinem Grund kann ich hier nicht lang gehen, das sind schon irgendwelche anderen Leitungen auf unserer Platine, dann muss ich also so verlegen. Und Punkt, Punkt, Punkt. Und den hier dann so. Und Sie sehen gleich, die Leitungen hier außen, die sind ein paar Mal so lang wie die da innen. Und jetzt wollen wir nochmal uns zurückerinnern, was diese Geschwindigkeit hier bedeutet. Da gibt es ein bekanntes Video, von einer der Pionierinnen der Informatik, das ist die Grace Hopper, Admiral Grace Hopper, die ist schon tot, die war, bis sie 80 war, Admiralin in der amerikanischen Marine, und die hat da Informatik unterrichtet. Die hat auch einen der ersten elektronischen Rechenanlagen da programmiert bei Howard Aiken. Und das war so in den 40er Jahren. Man sagt, das war die erste Programmiererin überhaupt. Und wenn die Kurse über Informatik gegeben hat, dann hat die ihren Studentinnen und Studenten, den Marinekadetten, ein Stück Draht mitgebracht. Der war 30 cm lang. Das kann man sich auch als Video im Internet angucken. Und die 30 cm, das ist der Weg, den das Licht oder in einer Nanosekunde zurücklegt, in einer Milliardstel Sekunde. So, was habe ich denn hier, was 30 cm lang ist? Ungefähr das hier. Ne? A4-Blatt, das sind 29,7 cm. Ne? Also so weit kommt das Licht in einer Nanosekunde. Oder auch, wenn Sie einen Computer haben, der mit einem Takt von 1 GHz betrieben wird, in einer Taktzeit kommt das Licht so weit. Diese Distanz. Wenn wir zum Satelliten rauf müssen, können wir natürlich nachzählen. Ne? So, von meinem Gerät hier, so, ist ja auch Funkhalle drin. Wenn wir zum Satelliten rauf müssten, die erste Nanosekunde, die zweite, die dritte, die vierte. Und es werden gleich ein paar mehr, viele Nanosekunden. Wenn wir uns jetzt das hier anschauen, die beiden Chips hier, dann braucht das Signal, wie viel wird das hier sein? So 10, 12 Zentimeter. Also, sagen wir mal, die Hälfte von einer Nanosekunde.
Das Signal hier braucht aber, das sind bestimmt über 30 cm. Das braucht ein bisschen mehr als eine Nanosekunde. Der schickt aber das Signal zum gleichen Zeitpunkt ab wie das hier. Das ist aber hier mehr als eine halbe Nanosekunde später. Oder auch hier in dieser Zeichnung, dieses erste Bit, wenn es abgeschickt wird, hier diese Grenze hier, hier haben wir den Takt, mit dem es abschickt. Weil es eine Verzögerung gibt zwischen den einzelnen Leitungen, wenn das Signal ankommt, kommen die Bits auch gegeneinander verschoben an, selbst auf der Platine von Ihrem Computer. Wenn wir einen Takt von 100 MHz benutzen oder so ähnlich, macht das nichts. Wenn wir einen Takt von ein paar GHz benutzen, was wir ja gerne machen würden, wir wollen die Computer ja schneller kriegen, dann ist das ein Riesenproblem. Dann sind das nämlich hier um mehrere Takte verschoben. Ja, wenn wir hier 2 GHz nehmen, dann kommt das um einen hier außen, um einen ganzen Takt verschoben, gegenüber hier innen an. Jetzt kann man da irgendwie versuchen zu kompensieren und. Das macht man heutzutage tatsächlich nicht mehr. Man benutzt andere Busse, serielle Busse. Also dieses Verschieben gegeneinander, das Skewing, diese Laufzeitverschiebung, weil die Drähte woanders langgeführt sein müssen, weil man ja nicht alle parallel, also wirklich echt parallel verlegen kann. Dieser Skew führt dazu, dass die Taktflanke beim Abtasten nicht immer die Mitte des Datenbits trifft, sondern dann am Anfang oder am Ende vielleicht sogar das nächste Datenbit, das falsche Datenbit trifft. Ich wollte ja noch hier unsere App rausholen, um zu sehen, ob Sie irgendwelche Fragen haben. Was ist jetzt? Na, will nicht, dann legen wir es so hin. So, gut, also, wenn Sie also eine Frage stellen wollen oder wenn es Ihnen zu langsam ist oder zu schnell ist, dann irgendwie reagiert es jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, wieso ist es abgestürzt. So, jetzt scheint es okay zu sein. Also die Taktflanke trifft dann unter Umständen nicht mehr wirklich das Bit in der Mitte, sondern vielleicht so am Anfang und am Ende oder vielleicht sogar außerhalb. Das wäre auf jeden Fall hässlich. Und deshalb ist zum Beispiel der PCI-Express-Bus in unseren Computern ein serieller Bus. Also der moderne Bus, mit dem man Grafikkarten oder sowas anschließt, ist seriell. Wie das funktioniert, da müssen wir dann gegen Ende des Semesters noch ein bisschen drüber sprechen. Früher der normale PCI-Bus, ne, ohne das E hinten dran, das war ein paralleler Bus, 32-Bit parallel, beziehungsweise sogar 64-Bit parallel. Irgendwann hat man sich gedacht, da macht man 128-Bit parallel, das ist ja doppelt so schnell, aber dann hat es eben genau diese Schwierigkeiten gegeben mit dem Routing von den Leitungen auf den Platinen. Also Laufzeit ist, obwohl diese Lichtgeschwindigkeit für uns Menschen so unglaublich schnell ist, ein reales Problem in Computern, weil Computer einfach ein bisschen schneller getaktet sind als wir. Und bei Protokollen ist es auch ein Problem. Also bei der Kommunikation zwischen Chips ist es ein Problem, Skewing, und beim Design von Protokollen, Internetprotokollen zum Beispiel, ist es auch ein Problem oder etwas, mit dem man zurechtkommen muss, dessen man sich bewusst sein muss und wo man dann eben entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. Als nächstes möchte ich noch was sagen zum Phasengang bzw. zur Wellengleichung. Wenn wir als Sender hier ein Signal abstrahlen, wenn wir uns
in der Regel mit irgendwelchen sinusförmigen Wellen. Wir haben ja über die Fourier-Synthese gesprochen. Wir basteln ja auch unsere Schwingungen aus solchen sinusförmigen Wellen zusammen. Und wenn wir jetzt so einen Beobachter in der Entfernung betrachten, also ein paar Meter weg oder ein paar Zentimeter weg oder ein paar Kilometer weg, steht jemand, der beobachtet das Signal. Wenn wir jetzt einen Sinus ausstrahlen auf einer definierten, konkreten Sequenz, ein paar Megahertz-Signal, und zwar genau diese eine Frequenz, dann sehen wir, naja, je nachdem, der produziert hier diese Schwingung, der Sender und der Empfänger, okay, der Empfänger, der misst dann, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn er auf die Leitung guckt, sieht er, oder auf die Funkwelle, die er da anschaut, sieht er die hier oben, und wenn er ein bisschen später guckt, dann sieht er, wird die vielleicht an dieser Stelle oder gerade beim Nulldurchgang, ne? So wie man sich es denkt. Und hier oben ist dieser Winkel, den habe ich hier aufgeschrieben, ne? Oder die Amplitude, abhängig von der Distanz und der Zeit. T für die Zeit, D für die Distanz. Das ist in Groß A mal Cosinus 2 Pi F mal T minus D durch Lambda, gleich noch mehr zu D und Lambda, zu Lambda und F, Entschuldigung. Und das ist A mal Cosinus von der Phase, die Phase, die schreibt man als Phi, Phase Phi. Und das hier sollte auch nicht TO und DO heißen, sondern T0 und D0, da muss man noch ein Subscript draus machen, wenn Sie das erstmal hier korrigieren. Vielleicht sollte ich mir hier noch eine kurze Notiz machen. Ne? Okay, dann. Dann machen wir einfach mal ein Highlight, dann weiß ich schon, was gemeint ist. Oder ich schreibe hier noch Subscript rein, damit ich das noch in Ordnung bringe in den Unterlagen. Weg. So. Das andere natürlich auch. So, jetzt haben wir also Phi hier die Phase. Das ist 2Pi mal F, die Frequenz, multipliziert mit der Zeit, seitdem das Signal abgeschickt worden ist, ich gucke hier ein bisschen später, minus die Distanz durch Lambda, und Lambda ist die Wellenlänge. C, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, und die Wellenlänge, das ist die Frequenz, also Entschuldigung, die Frequenz ist C, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, dividiert durch Lambda, also die Wellenlänge, die ist von hier bis hier, ne? Diese Distanz von dem Punkt zu dem Punkt, beziehungsweise von dem zu dem Punkt. Eine so eine Welle, wie lang die ist. Also wir haben die Geschwindigkeit durch die Wellenlänge, ist die Frequenz, oder wir können natürlich hier auch umrechnen, die Wellenlänge ist die Geschwindigkeit durch die Frequenz, die Ausbreitungsgeschwindigkeit durch die Frequenz. Wenn die Leitung einen linearen, die Schaltung, das geht auch bei Schaltungen genau, kann man eine ähnliche Betrachtung anstellen. Wenn der Phasengang von unserer Leitung linear ist, dann bedeutet das, dass die Phase nicht abhängig ist von der Frequenz unserer Schwingung. Oder auch die Wellenlänge, Schrägstrich, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist nicht unterschiedlich. Ist nicht abhängig von der Frequenz. Das wäre so ein linearer Phasengang. Aber leider ist es in der Regel so, dass der Phasengang, die Durchlässigkeit, der Einfluss des Kanales auf die Phase, durchaus von der Frequenz abhängt. Und das habe ich hier mal hingeschrieben. Beziehungsweise die Ausbreitungsgeschwindigkeit C, die ist abhängig von der Frequenz. Und da drunter steht, höhere Frequenzen breiten sich etwas langsamer aus als die niedrigen Frequenzen. Das ist, wenn wir nur eine Schwingung haben, die wir übertragen, kein Problem.
Das ist aber sehr wohl ein Problem, wenn wir in unserem Signal Schwingungen haben mit unterschiedlichen Frequenzen. Und das habe ich hier mal versucht aufzuzeichnen. Das Blaue, das ist der Sinus von x. Und das Graue, das wäre der Sinus von 2x. Und Sie sehen das auch hier, ich laufe jetzt mal hier rum, um das besser hier mit dem Pointer hinkriegen zu können. Sie haben noch was an mir zu manipulieren? Ein bisschen zu viel Pegel, oder ich schreie zu laut. Aber jetzt ist auch die Laufzeit ein bisschen länger geworden, aber das stört mich. Wenn wir jetzt hier also unsere blaue Schwingung anschauen, dann sehen Sie eine blaue Welle und hier die graue, na, das hat die doppelte Frequenz, da kriege ich, bis die blaue Welle hier ja, wieder die Achse hier schneidet, sind zwei graue Wellen abgelaufen sozusagen. Und so kreuzen sie sich hier. Und hier, muss man, das ist dann hier auch wieder so, zwei blaue, vier graue und hier drei blaue und da haben wir dann schon sechs graue. So wie man sich denkt und wie man es in der Schule auch naja, mal lernt, wenn man da solche Diagramme malt. Jetzt ist es aber leider so, dass der im realen Leben, die höheren Frequenzen breiten sich langsam aus, der Sinus 2x, und deshalb habe ich das hier rot gemalt, sich ein bisschen langsamer ausbreitet als der blaue. Und wenn Sie jetzt hier mal hinschauen, hier an dieser Stelle, dann stellen Sie fest, dass ja, hier nicht mehr, die hier nicht an dieser Stelle nicht mehr einen gemeinsamen Nulldurchgang haben, sondern dass der schon ja, ein bisschen weniger entfernt stattgefunden hat, der Nulldurchgang, weniger entfernt von der Quelle. Also Lambda wird kleiner, die Wellenlänge wird kleiner. Wenn ich jetzt aber, naja, der Empfänger für beide Wellen ist natürlich immer noch gleich weit entfernt. Das heißt, wir haben jetzt hier etwas, im einfachsten Fall eine Verzerrung, weil ja die schnellere Welle, Entschuldigung, die niedrige Frequenz sich schneller ausbreitet oder weil die höhere Frequenz sich langsamer ausbreitet, je nachdem, wie man das anschaut. Wenn die Distanz zwischen Sender und Empfänger zu groß wird, führt das sogar dazu, dass man die hochfrequenten Anteile vom Signal, das ich zum Zeitpunkt T3 ausstrahle, dass die ankommen beim Empfänger, wenn die, also Entschuldigung, die niederfrequenten Anteile zusammen vom Signal T plus 1, also T1, und sagen wir lieber Tn plus 1, zusammen mit den hochfrequenten Anteilen, die ich zum Zeitpunkt Tn ausgestrahlt habe, zusammen ankommen, zu einem Zeitpunkt ankommen beim Empfänger. Und das wäre dann Intersymbolinterferenz. Das heißt also, die hohen Frequenzen von diesem Symbol, was ich zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestrahlt habe, die kommen an noch beim Vorgängersymbol. Noch bei den niedrigen Frequenzen vom Vorgängersymbol. Und diese Intersymbolinterferenz, die ist ziemlich lästig. Da kann man kompensieren, da muss der Empfänger künstlich die niedrigen Frequenzen verzögern. Also man muss das Empfangssignal in verschiedene Bänder einteilen und dafür sorgen, dass die unteren Bänder später verarbeitet werden als die höheren, also die Bänder mit den höheren Frequenzen. Und das kann man machen. Dazu muss man die Leitung in der Anfangsphase, in der Abstimmungsphase messen und die Signalverarbeitung entsprechend einrichten. Diese Messphase, ja, das ist dann so eine Präambel von unserer Datenübertragung, beide Geräte, na, das eine sendet mal Testmuster aus und der andere misst dann, wann was ankommt, wann welche Frequenzkomponenten ankommen und richtet sich darauf ein. Also
Das nennt man auch Equalization, das Kompensieren. Aber das ist etwas, um das man sich kümmern muss. Da braucht man eben am Anfang so eine Messphase. Wir kommen auf diese frequenzabhängige Laufzeit, auf die Dispersion. Kommen wir nochmal, wenn wir über DSL-Leitungen sprechen. Und die Modulation auf der DSL-Leitung. Um dieses Problem drückt man sich bei der DSL-Leitung mit einem ganz raffinierten Trick. Der ist nicht schwer zu verstehen, der ist bloß raffiniert und wenn man es gesagt hat, denkt man sich, na klar. Aber selber drauf kommen, das passiert dann trotzdem nicht so einfach. Aber zu diesem Zeitpunkt, da werde ich es dann nochmal sagen, da steht dann glaube ich auch der Begriff Dispersion nochmal extra dran. Das wollen wir also uns jetzt einfach im Hinterkopf behalten, diese Laufzeitunterschiede abhängig von der Frequenz. Als nächstes möchte ich über Dämpfung sprechen. Im Leben kennen wir Dämpfung alle. Sie schmeißen einen Stein ins Wasser von einem See, der muss natürlich irgendwie schön ruhig sein. Und dann sehen Sie, wie da die Wellen entstehen. Und Sie sehen auch, dass die Wellen sich im Laufe der Zeit abflachen. Und irgendwann sieht man es kaum noch auf dem stillen See. Und die Wellen, Berge und Täler, die werden... Die Amplitude ist so groß, da wo sie den Stein reingeschmissen haben, und dann wird es immer kleiner, je weiter weg von dem Zentrum. Oder Lautstärke hier im Saal, wenn Sie viele Meter weg sind von mir, können Sie mich schlechter verstehen. Wenn Sie da drüben auf dem Parkplatz stehen, müsste ich schon hier eine größere Amplitude fabrizieren, damit Sie die Vorlesung auch mal mitkriegen können. Also Abschwächung des Signals. In unseren Kupferleitungen zum Beispiel, entsteht das durch ohmsche Verluste, weil die eben doch einen Widerstand hat, so eine Leitung. Außerdem gibt es noch was zu beobachten, das nennt man den Skin-Effekt. Das ist das, was hier als zweites steht. Bei Höhen, wenn Sie sich so eine Leitung, auch mit einem größeren Querschnitt, eigentlich würde man ja denken, dicke Leitung, dickes Kabel, dickes Kupferkabel, dann ist die Übertragung besser, so wie Sie zu Hause, ne? Mehr Strom durch so ein Kabel durchschicken können, wenn es dicker ist. Querschnitt ist ja irgendwie relevant. Und wenn die Kabel zu dünn sind in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, dann steckt ja auch eine 10 Ampere Sicherung da und keine 16 Ampere Sicherung und zu starke Geräte können Sie nicht anschließen. Dann fliegt die Sicherung. Also man denkt sich, wenn man eine dickere Leitung macht, dann klappt es doch besser mit der Übertragung. Leider ist es bei höheren Frequenzen so, dass es zur Selbstinduktion kommt. Ich habe das versucht mal hier aufzuzeichnen. Und in diesem Querschnitt hier von unserem Kupferkabel. Und es stellt sich raus, dass wegen dieser Selbstinduktion kommt es zu einer höheren Impedanz, zu einem höheren Wellenwiderstand im Kern. Und dann fließt der Strom eigentlich nur auf der Oberfläche. Es entsteht also weniger leitender Querschnitt in dem Kabel. Und außerdem, bei den höheren Frequenzen, wenn es außen das Signal eigentlich übertragen wird, der Strom fließt, dann wird natürlich auch die Abstrahlung höher. Der Energieverlust in die Luft drumherum oder in den Raum drumherum. Das ist eines dieser Probleme oder der Eigenschaften von so einem Kabel, durch die Dämpfung erhöht werden kann. Verlorene Energie, das was wir abstrahlen, nach hier hin und nach hier hin und nach hier hin und nach hier hin. Und das ist eben Verlust und wir können es am anderen Ende diese Energie dann nicht mehr vernünftig zum Messen nutzen. Was es auch noch gibt, sind solche dielektrischen Verluste. Dann haben wir zwei Drähte. So nebeneinander verlegen. Schön isoliert natürlich, damit es keinen Kurzschluss gibt. Polyurethan-Isolation und unsere Kupferleiter drumherum. Dann haben wir aber eigentlich auch sowas wie einen Kondensator, zumindest bei höheren Frequenzen. Gibt es dann Verluste durch das Dielektrikum, also durch den Isolator hier in der Mitte. Also wir haben schon irgendwie sowas wie einen Kurzschluss. Das
kann man ja auch, wenn man einen Kondensator nimmt und Gleichspannung anlegt, da fließt da kein Strom durch den Kondensator. Wenn man eine Wechselspannung anlegt, fließt schon was in den Kondensator. Also durch den Isolator hindurch gibt es einen Energieverlust. Energieverlust heißt, ich kann es nicht benutzen, um dann einen anständigen Pegel zu messen. Abstrahlungsverluste, da waren wir schon ein bisschen. Und die Reflexionen produzieren natürlich auch Verluste, wenn sie gerade die Welle auslöschen. Die Dämpfung, die gibt man an mit so einem logarithmischen Skala, Dezibel. Ne? Also hier, das ist die Power, die wir reinstecken, und hier 20 mal den 10er Logarithmus vom Eingangsspannung durch Ausgangsspannung. Einzelne Leitungsabschnitte haben eine Dämpfung und das addiert sich. Die Dämpfung ist exponentiell in der Entfernung. Deshalb haben wir ja hier auch so ein logarithmisches Maß. Dämpfung ist übrigens auch wieder was Frequenzabhängiges. Das konnten Sie übrigens hier auch schon sehen. Wenn wir höhere Frequenzen haben, dann haben wir weniger leitende Fläche in unserem Kabel wegen dieser Selbstinduktion, weil dann eben bei den höheren Frequenzen außen der Strom fließt und innen ein höherer Widerstand ist. Und außen haben wir dann Abstrahlungsverluste. Also Dämpfung ist auch frequenzabhängig. Und auch hier kann man dann im Empfänger, wenn man das gemessen hat, messen machen wir, indem wir eine Frequenz reinstecken, eine niedrige Frequenz, gucken, wie viel Pegel ankommt, dann schickt der Sender mit demselben Pegel eine höhere Frequenz und der Empfänger misst wieder den Pegel, der ankommt. Das machen wir mit ein paar Frequenzen in dem gesamten verwendbaren Spektrum auf unserem Medium, und dann wissen wir, wo wie stark gedämpft wird, und können dann justieren, entweder durch Verstärken oder durch künstliches Dämpfen von manchen Frequenzbändern. Als nächstes möchte ich über Bandbreite sprechen. Als erstes mal das Band, was wir für die Signalübertragung benutzen können. Das ist das Intervall zwischen der unteren Grenzfrequenz und der oberen Grenzfrequenz. Und wir hoffen, dass wir in diesem Band, das wir benutzen, erstens einigermaßen gleichmäßige Dämpfung haben und zweitens einen linearen Phasengang. Wenn wir mal eine Telefonverbindung anschauen, dann ist es so, die menschliche Sprache befindet, das Wesentliche an der menschlichen Sprache, das wir auch brauchen, um den anderen ordentlich zu verstehen, das findet so zwischen 300 und 3400 Hertz statt. Deshalb ist das Telefonsystem so eingerichtet, dass Frequenzen unter 300 Hertz können ruhig stark gedämpft werden und Frequenzen über 3400 Hertz können auch stark gedämpft werden. Und Sie sehen hier die Dämpfung in Dezibel außerhalb von diesem Nutzband 300 bis 3400 Hertz von so einer klassischen Telefonverbindung. Bei der Telefonverbindung ist es so, dass es tatsächlich Filter gibt, insbesondere hier, die dafür sorgen, dass wir keine Frequenzkomponenten über 4000 Hertz in so einem Telefonkanal während so einer Telefonverbindung übertragen. Ganz einfach deshalb, wir werden auch vorbeikommen, dann noch dran, weil man mehrere Telefongespräche auf einem Kupferkabel übertragen möchte. Da beträgt man das erste im Band zwischen 0 und 4000 Hertz, das zweite im Band zwischen 4000 und 8000, das dritte im Band zwischen 8000 und 12000 Hertz. Aber beim Telefon ist das absichtlich abgeschnitten. Aber es gibt natürlich auch Leitungen, bei denen man möchte man zum Beispiel auf der DSL-Leitung zu Hause, bei denen möchte man zum Beispiel ein ganzes Megahertz verwenden. Also das Band zwischen 0 Hertz und 1 Megahertz.
Warum verwendet man nicht einfach das Band zwischen 0 und 10 MHz? Könnte man auch entsprechend mehr übertragen. Die Dämpfung geht dann stark nach oben, ja, auf so einer über einem Megahertz, auf der typischen Leitung, so zweiadriger Kupferdraht von Ihrem Zuhause oder von meinem Zuhause zur Zentrale, zu einem grauen Kasten da an der Straße und von da aus dann weiter. Das hat eine halbwegs akzeptable Dämpfung, so bis zu einem Megahertz, und über einem Megahertz hat dieses Kupferkabel einfach eine sehr hohe Dämpfung und zu viel vom Signal geht verloren. Also das nutzbare Band ist da ungefähr so ein Megahertz oder ein bisschen mehr breit, und wenn Sie mehr Bandbreite haben wollen, dann müssen Sie den Bagger losschicken und besseres Kabel verlegen. Ein Kabel mit ein bisschen dickerem Querschnitt oder gleich eine ganz andere Sorte von Kabel. Glasfaserkabel könnte man auch verlegen, aber man müsste das eben dann auch machen. So ein Glasfaserkabel verlegen, also aufbaggern, verlegen und wieder zumachen, zu schippen. Und es kostet eben doch einen Haufen Geld. Und deshalb die Kupferkabel liegen und jetzt werden sie auch weiter benutzt. Diese Begrenzung hier links und rechts ist übrigens in der Regel nicht ideal. Also nicht in der Regel, die ist nicht ideal aus physikalischen Gründen. Die Flanken sind eben nicht vertikal, sondern sind allenfalls steil. Wenn die Schaltung gut ist, sind die Flanken steil. Deshalb muss man auch hier, wenn man zwischen 300 und 3400 Hertz übertragen will, ein Signal mit diesen 3100 Hertz übertragen, weil die Filter nicht besonders nicht ideal sind, braucht man hier unten drunter noch ein bisschen Platz in Anführungszeichen und hier oben auch, bis der nächste kommen kann. Deshalb nimmt man ein 4000 Hertz Band, obwohl wir doch eigentlich nur Informationen mit 3100 Hertz Bandbreite übertragen wollen. Wenn wir jetzt andersrum uns überlegen, was passiert denn, wenn wir ein digitales Signal in so ein Band mit beschränkter Bandbreite reinstecken? Zum Beispiel ein Band mit 4000 Hertz oder, weil man es schöner zeichnen kann, auch nur ein Band mit 500 Hertz. Und da müssen wir uns wieder daran erinnern, wie so ein digitales Signal da oben, so mit so einem schönen Rechteck, wie man das mit der Fourier-Synthese zusammensetzen kann. Ne? Das ist eben so eine Summe, AI, Sinus und so weiter. Und dazu brauchen wir den Sinus x, ein Drittel Sinus 3x, ein Fünftel Sinus 5x, ein Siebtel Sinus 7x. Können wir das jetzt, haben wir so eine lange Reihe. Wenn wir eine Bandbreitenbeschränkung haben, bedeutet das aber, dass die Reihe irgendwann zwangsweise abgeschnitten wird. Ab der Frequenz, der Grenzfrequenz, ab der oberen Grenzfrequenz. Das heißt, die Summe ist nicht mehr unendlich lang, auch keine hunderte von Gliedern mehr lang, sondern nur ein paar von unseren Summengliedern. Wenn wir das hier anschauen, und wir haben ja dann auch, ja, Sie erinnern sich vielleicht noch, wie das ausgesehen hat, ja, wenn man nur ein paar Summenglieder hat, sagen wir bis ein Siebtel Sinus 7x, dann hat es eben in dieser Art ausgesehen. Es geht hier so ein bisschen schräg hoch, dann wackelt es so und so weiter. Und hier genauso. Bei einer Bandbreite von 500 Hertz würde aus unserem schönen Rechtecksignal dieses Ding mit den zwei Huckeln. Und ja, wenn der Empfänger das einfach so mit unbedarftem Auge anschaut, da braucht er schon viel Fantasie, um auf dieses Rechtecksignal zurückzuschließen. Bei einer Bandbreite von 1700 Hertz würde es so aussehen, 4000 Hertz würde es so aussehen. Aber wir hätten immer noch das da. Schlimmer wird das Ganze natürlich noch, wenn die Pulse enger zusammen sind, wenn wir also mit einer höheren Bitrate übertragen wollen. Dann sehen wir, dass wir an manchen Stellen dann schon das hier vielleicht als unterschiedliche Bits betrachten würden. Also die Bandbreite, und wir werden das dann auch noch als Formel sehen,
wenn wir über Modulation reden, die beschränkt die Anzahl Informationen, die wir da übertragen können, unter anderem eben auch, weil wir nicht solche schönen Rechtecke übertragen können. Es stellt sich raus, dass wir solche schönen Rechtecke auf einer Modemleitung, auf einer DSL-Leitung, auch gar nicht auf Bandbreiten beschränkten Leitungen gar nicht übertragen werden. Sondern da muss man die anders kodieren mit, sagen wir mal, unterschiedlichen sinusförmigen Wellen. Das da, das obere, das benutzen wir, diese Modulationstechnik ein-ausschalten, die benutzen wir nur in PCs innen drin, in einem gewissen Umfang oder auf lokalen Netzwerken mit relativ niedriger Übertragungsgeschwindigkeit, mit relativ niedrigem Durchsatz. Und als hier, schon gegen Ende dieses Kapitels, physikalische Eigenschaften, die wir bei der Gestaltung und Verwendung unseres Kanales, unsere Kanäle berücksichtigen müssen. Das ist das Rauschen, Störspannung. Solche Störspannungen, solche Spannungsspitzen, ich habe hier unten mal versucht, so ein Bild hier zu nehmen, um das klar zu machen, dass man, wenn man jetzt einfach einen Spectrum Analyzer aufstellt und mal Funkwellen in Empfang nimmt auf einer bestimmten Frequenz, dann sieht man mit niedriger Amplitude in der Regel so ein Rauschen. Das kann allerlei interessante Quellen haben. Das eine sind Einschaltspitzen. Das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt beim Radio hören oder beim Fernsehen gucken. Wenn der Kühlschrank anspringt, gerade so ein älterer Kühlschrank oder was Ähnliches, dann gibt es solche Einschaltspitzen oder der Heizlüfter, so elektrische Heizungen sind auch typische Kandidaten für sowas, dann hört man das als kleines krachendes Geräusch im Radio oder man sieht es im Fernsehen irgendwie so ein Bildwackler, gerade dann, wenn der Kühlschrank einschaltet. Das hat damit zu tun, also ältere Kühlschränke insbesondere, oder gerade solche Heizlüfter. Wenn Sie mal in so einen Heizlüfter reingucken, wenn das Thermoelement da schaltet, das sind ja so irgendwelche solche Bimetallschalter, ne? Es wird kalt, noch ein bisschen kälter und dann springt er um. Oder umgekehrt. So steht er, es wird kalt, kälter, 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 kälter. Und dann kommen die irgendwann ganz nah zusammen, diese Kontakte. Und wenn die nah genug zusammenkommen, springt ein Funke über. Wenn man da so reinguckt, wenn sie das Licht ausschalten und haben so den Heizlüfter an oder sowas, im Winter, dann kann man das sehen, wie dann es funkt und dann fängt er wieder an, Wärme zu produzieren. Oder auch beim Kühlschrank oder beim Auto, bei einem klassischen Auto, das hat ja eine Zündanlage und da springen dann in der Zündkerze so ein kleiner Funken über, damit sich das Benzingemisch entzündet. Das zur Explosion kommt im Kolben. Ein schlecht entstörtes Auto, wenn Sie da einfach mal hingehen, Auto ist nicht funkentstört, schieben ein Radio rein, dann kracht es und scheppert es drehzahlabhängig im Radio. Früher wurde übrigens bei Autos, wenn Sie es mit Autoradio gekauft haben, für viel, 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 viel Geld natürlich, an der Aufpreisliste Autoradio angekreuzt haben, dann wurde Ihnen eine Funkentstörung eingebaut ins Auto und wenn Sie es nicht gekauft haben, dann gab es auch keine Funkentstörung in dem Auto. Wenn man dann nachher sich im Elektronikmarkt um die Ecke ein Autoradio reingekauft hat, ins Auto eingebaut hat, hat man festgestellt, dass es furchtbar kracht und scheppert im Radio und dann musste man noch einen Entstörsatz kaufen. Habe ich bei meinem ersten Auto auch machen müssen. Den hatte ich gebraucht gekauft. Ein Radio. Also, solche Funkenbildungen, die gibt es da draußen massenhaft. Der Entstörsatz von einem Auto, der unterdrückt auch nur die Funkenbildung, dämpft sie. Es gibt natürlich nach wie vor Funkenbildung und die entsprechenden elektromagnetischen Signale ganz breitbandig. Und wenn ein Auto irgendwie an einem Mobilfunkgerät vorbeifährt, dann kann es schon sein, dass das kurzzeitig gestört wird. Warum das nicht gleich zum Scheppern im Lautsprecher
vom Mobiltelefon führt, das müssen wir hier an der Stelle in der Vorlesung auch nochmal kurz diskutieren. Da gibt es eben Sicherungsmaßnahmen, dass das nicht passiert. Etwas anderes ist das Übersprechen zwischen zum Beispiel mehreren Kupferdrahtpaaren in einem Kabel. Das typische Kabel, was da aus so einem Mehrfamilienhaus rausgeht, da sind viele Adernpaare drin. Und wenn da 20 Wohnungen drin sind, dann sind da eben in dem Kabel 20 Adernpaare oder noch mehr. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn wir daneben noch so ein Adernpaar haben, dass das Telefongespräch, was hier stattfindet, das Telefongespräch, was hier stattfindet, dass etwas von der Energie hier, also ein bisschen was von der Sprachinformation, hier einstreut. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, ich habe es schon mal irgendwie gehört, dass ich ein anderes Telefonat, wenn ich leise war, sagt man dann, sagen wir mal nichts, und dann kann man ganz leise ein anderes Telefonat auch noch hören, was jemand anders führt. Das sind vielleicht die Nachbarn oder sonst wer. Beim ISDN geht es nicht so einfach, da empfindet man das nur als Stören, ne? Weil die Information ja kodiert ist, man kann sie nicht so richtig, wird dann nicht dekodiert. Also zwischen Adern im Flachbandkabel, zwischen Kabeln im Kabelkanal oder bei Funkfrequenzen gibt es auch so ein Übersprechen. Das nächste, das thermische Rauschen, Halbleiterrauschen und so weiter, Hochgeschwindigkeitsleitungen, die werden teilweise sogar gekühlt, beziehungsweise wenn die Leitung ganz heiß wird, dann geht mehr Leistung verloren, beziehungsweise es gibt mehr thermisches Rauschen, dadurch mehr Störungen. Reflexionen, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, so ein Störpegel, den misst man in Dezibel Millivolt. Wenn man einteilen möchte, die Störungen, die es gibt, da gibt es diese transienten Störungen, das ist so ein stochastischer Prozess. Normal fährt ein Auto vorbei, ein schlecht funkgestörtes Auto, dann ist es wieder weg. Mal ist ein anderes Telefongespräch oder ein anderer Funkvorgang und hier, wir haben Übersprechen, aus dem da, wenn keiner darauf telefoniert, haben wir eben kein Übersprechen, also stochastische Prozesse. Und es gibt natürlich noch das Hintergrundrauschen, dieses weiße Rauschen, was immer stattfindet, wenn man einen analogen Fernseher ohne Antenne oder auch meinetwegen mit Antenne, aber wenn kein Sender eingestellt ist. Früher hat das Fernsehen um Mitternacht Schluss gemacht, weil der Fernsehsender gemeint hat, dass ab Mitternacht muss jetzt mal endlich geschlafen werden. Das war so ausgesehen, dass die Ansagerin gesagt hat, so, und das war's mit unserem Programm von heute Nacht. Wir wünschen Ihnen eine ruhige und angenehme Nacht. Und dann wurde das abgeschaltet, das Signal. Und dann gab es so tanzende weiße Pünktchen auf dem schwarzen Bildschirm. Da gab es dann eben keine Sendeenergie mehr vom Sender. Die haben da wirklich den Strom ausgeschaltet beim Sender. Und man hat nur noch das Hintergrundrauschen, dieses weiße Rauschen empfangen. Und das hat der Fernseher dann eben angezeigt in lauter tanzenden weißen Pünktchen. Das haben Sie sicher schon mal irgendwo gesehen. Ja, und dann gibt es noch bei manchen Vorgängen, die man eben sehen kann, die das eigene Gerät produziert die man zuordnen kann, da spricht man auch gern von Impulsstörung. Das ist aber eigentlich schon ein Sonderfall von dem hier. Hier kann man es bloß nicht anständig identifizieren. Ja, also Rauschen hat es eben auch. Und das führt dann insgesamt, all diese Dinge, die wir besprochen haben, Dämpfung, Laufzeit, Rauschen, Bandbreiten, Beschränkungen, die Dispersion und, führt das dann zu diesem Bild, was wir hier ganz am Anfang hatten. Nur mal schnell zurückgehen. Was mit unserem Signal passiert. Und diesem ankommenden Signal, das muss man jetzt irgendwie hier sauber dekodieren können. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen bei der Produktion dieses Signals, die man ergreifen kann, bei der Verarbeitung hier unten, die man ergreifen kann, damit man es sicher oder halbwegs sicher dekodieren kann. Sodass die Fehlerwahrscheinlichkeit beim Dekodieren nicht 10 hoch minus 2 ist oder 10 hoch minus 1 ist, sondern 10 hoch minus 15. Das ist das, was man sich wünscht.
dass nur alle paar Milliarden Bits oder Billiarden Bits irgendein Problem auftritt, ein falsches Bit dekodiert ist. 10 hoch 1, jedes zehnte Bit ist falsch, damit kann man wenig Start machen bei der Datenübertragung. So, als nächstes möchte ich über Übertragungsmedien sprechen. Schon die alten Römer hatten irgendwelche Semaphore und Signalfeuer, mit denen sie signalisieren konnten. Zu Napoleons Zeiten gab es in ganz Frankreich ein ausgefeiltes Semaphorensystem, mit dem die sowas wie Telegrafie gemacht haben. Aber Semaphoren, das waren eben so Türmchen, die aufgebaut haben, und da waren so zwei Arme dran, und dann haben die irgendwelche Buchstaben mit der Stellung der Arme kodiert. Als Kind habe ich mich total dafür interessiert, für so Signalisierung mit Fahnen links und rechts halten. Ne? Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Auf Schiffen wird auch so signalisiert. Da hat eben jeder Buchstabe des Alphabets irgendwie so eine Stellung der Fahnen, und da muss irgendeiner dastehen, der Leichtmatrose, der dann so die Fahne hält oder so oder so. Also mit sichtbarem Licht signalisieren, aber die Taktrate ist relativ niedrig, und natürlich braucht man ein paar Kilometer entfernt auch jemanden mit scharfen Augen, der das sehen kann. Die Indianer haben Feuerchen gemacht und ordentlich mit Rauch, ne, und irgendwelches Zeug, was schmutzig verbrennt, irgendwo auf dem Hügel, und dann haben sie die Decke drüber gehalten, weggenommen, dann gab es eine Rauchwolke, die zu und so weiter. Damit wurde auch signalisiert. So optische Verfahren. Nachdem die Menschheit den Strom, sagen wir, entdeckt hatte, also Spannung, Strom, die Elektrizität entdeckt hatte und gemerkt hatte, dass man mit Kupferkabeln ganz gut Elektrizität übertragen kann, Spannungen übertragen kann, hat man angefangen, das zur Signalisierung zu benutzen. Also so Stromleiter, Kupferkabel zur Signalisierung zu benutzen. Ein Kupferkabel war früher eine richtig teure Veranstaltung. Heutzutage, naja, in unseren in Ländern wie unserem, geht man in den Baumarkt und kauft irgendwie 50 Meter Kupferkabel für ein paar Euro. Je nachdem, wie dick es sein muss. Ne? Aber so ein dünnes Telefonkabel ist gar nicht teuer. Das ist übrigens in Entwicklungsländern durchaus nicht so. Man stellt immer wieder fest, dass wenn man in Entwicklungsländern Kupferkabel verlegt, also eingräbt für Telefonleitungen oder Internetleitungen, dann sind die ein paar Tage später auch schon mal wieder weg, weil ausgegraben, und jemand hat einen praktischen Kochtopf draus gemacht aus dem Kabel. Stromleiter, diese Kupferkabel, die waren früher mal richtig teuer, und deshalb hat man keinen richtigen Stromkreis verlegt, sondern man hat nur eine einzige Leitung verlegt, die kam dann hier in so einen Übertrager, so ein Trafo rein. Die eine Seite vom Trafo war geerdet, hier und hier, und man hat nur einen Draht übertragen. Damit kann man schon signalisieren, aber es geht deshalb nicht relativ gut, wenn es nämlich hier Potentialunterschiede, wenn es über mehrere Kilometer geht und es gibt Potentialunterschiede von hier nach hier, dann wird das Signal sehr stark gestört. Der nächste Schritt, den man sich ausgedacht hat, war, da müssen wir eben doch zwei Drähte verlegen. Und die haben so einen richtigen Stromkreis. Das untere hier, der hier, die werden beide noch geerdet. Die Leitung muss man auch erden, weil es hier irgendwelche atmosphärischen Einflüsse gibt. Ja, hier gibt es aber dummerweise auch noch Verzerrungen, wenn nämlich hier wieder Potentialunterschiede zwischen dem Gebiet und dem Gebiet bei einer längeren Leitung entstehen, dann ist auch so die Spannungen, die hier gemessen werden, hier und hier nicht so, die können auch verschoben sein gegeneinander. Deshalb hat man irgendwann ist man auf die schlaue Idee gekommen, dass man diese Spule hier in der Mitte erdet und hier auch. Und damit kann man auch, wenn es da so eine Verschiebung gibt, dann die Signalisierung ist eben hier differenziell, ne, zur Bezugsspannung und also der Bezugserde hier, und entweder ist die Spannung dann niedriger, plus oder minus, und man wertet die relativen Unterschiede aus. Also das hier ist so eine typische Telegrafenleitung oder Telefonleitung.
Der Telefondienst, ja, in Deutschland von Heinrich Hertz wohl erfunden. Dummerweise wusste er noch nicht, war dessen Vermutung, wie das Telefon funktioniert, wohl falsch. Man hat das später besser verstanden, warum dieses Gerät, Telefon, was er da gebaut hat, funktioniert. In Amerika ist das dieses Telefonsystem von jemandem patentiert worden, so vor irgendwie so 150 Jahren oder so ähnlich, der hieß Alexander Graham Bell. Tatsächlich hat er das Patent aber wohl sich erschwindelt, weil er einen Beamten in der Patentbehörde bestochen hat, das Konkurrenzprodukt, was jemand anders, dieses Patent, was jemand anders ein paar Tage vorher geschickt hat, doch im Aktenstapel mal weiter unten einzuordnen. Und das Bell-Patent kam obendrauf und dann war das halt eben angeblich Tage vorher eingegangen bei dem Patent, beim US Patent Office, und so hat der Bell das Patent auf Telefonieren gekriegt und dieses amerikanische Telefonsystem aufgebaut. Ja. Und eine riesen Firma, AT&T, daraus gebaut. Diese beiden Drähte hier, die kann man jetzt in der Luft verlegen. Dann dient die Luft dazwischen, naja, also Telegrafenmast, ne? Hier, und dann gibt es dann hier so oben so ein paar Querbalken aus Holz und hier so mehrere, hängen so Porzellanisolatoren dran. So, und dann werden hier, da kann man, ja, 6 Adernpaare dran aufhängen. Wenn man hier noch ein paar mehr einbaut, dann eben auch entsprechend mehr. In Deutschland ist das mittlerweile großteils unterirdisch verlegt, aber in anderen Ländern gibt es das auch durchaus noch oberirdisch. Als ich bei der Bundeswehr war, ich war Baufernsprecher, Fernmelder, da haben wir auch noch geübt, wie man auf so einen Masten hochsteigt mit Steigeisen. Und dann kann man hier oben da zum Beispiel auch ein Telefon anklemmen und anderen Leuten beim Telefonieren zuzuhören. Man kann natürlich so eine Leitung anzapfen. Was man wirklich macht, ist hier hingehen, 2 Drähte anklemmen, hier runter verlegen und den Telefonapparat ran und mal zuhören. Die sind nicht isoliert, diese Dinger. Das sind einfach Kupferdrähte. Die sind relativ dick, diese Drähte. Aber nicht deshalb, weil das Telefongespräch so viel Leitungsquerschnitt braucht, sondern weil die natürlich zwischen diesen Masten da, die da 50, 100 Meter auseinander stehen, auch ein bisschen durchhängen, aber braucht dann eine saubere Zugentlastung. Also wird das Kabel einfach abreißen. Die Isolation, heutzutage, wenn man so viele Adern in einem Kabel zusammenfasst, muss man es natürlich isolieren. So, wenn die so in einem Kabel zusammengefasst sind, müssen sie isoliert werden. Man hat das mit Papier und Holzmark und solchen Sachen gemacht. Heutzutage nimmt man Polyurethan oder sowas. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über diese Kabel sehen, diese viele Adern in einem Kabel drin. Da muss man noch ein paar weitere Sachen berücksichtigen. Für kurze Distanzen oder in Anführungszeichen kleine Datenraten ist das eine sehr kostengünstige Art, diese Kupferkabel, auch recht dünn. Der Wellenwiderstand ist relativ groß, und ich habe hier noch so ein Zitat von meinem Doktorvater, der hat gesagt in der Vorlesung, das ist angenehm für Leitungstreiber, wenn der Wellenwiderstand groß ist. Twisted Pair Kabel, also zum Beispiel unsere Telefonkabel, die wir so benutzen, eingegraben in der Erde. Da sind viele solche Adern drin und die sind typischerweise so einen knappen Millimeter dick im Durchmesser. Und haben zum Beispiel einen Wellenwiderstand von 120 Ohm. Die Telefonfreileitungen, die haben dickere Drähte, 2,7 mm oder sowas an Querschnitt und einen Wellenwiderstand von 600 Ohm und eine Dämpfung so von einem Dezibel oder so ähnlich pro Meile, also 1,5-2 Kilometer.
Bei größeren Installationen nimmt man jetzt viele von diesen Paaren, von diesen Twisted Pair Paaren und steckt die in ein Kabel rein. Beziehungsweise, das hier ist ja auch schon vieladrig, ne, die Telegrafenmasten, die Telefonmasten, da haben wir jetzt hier zwölf Adernpaare, ne? Könnten zwölf Telefonverbindungen gleichzeitig unterhalten. So ein Adernpaar hat natürlich auch eine gewisse Abstrahlung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Strahlungsverluste. Gerade von der Oberfläche, vom Kabel, geht uns Energie in die Umwelt verloren. Angenehmerweise sinkt die Abstrahlung quadratisch mit dem Abstand vom Kabel. Auch solche Stromfreileitungen, wenn die für die Elektrizitätswerke und so weiter, das sinkt auch die Abstrahlung im Quadrat mit der Entfernung. Also wenn man da 50 Meter weg ist oder so ähnlich, dann ist das schon wohl ungefährlich. Auch bei einer Leitung, in der da zigtausend Volt übertragen werden. Die mit zigtausend Volt Spannung betrieben werden. Diese Leitungen, wenn man mehrere von diesen Drähten hier in einem Kabel haben, oder wie ich hier das eben so gemacht habe, ne? Sowas da. Das führt man übrigens nicht so im Kabel, sondern das verdrillt man. Das mache ich jetzt mit meiner Kreide hier nicht, dann bleiben nur Krümel übrig. Wir haben aber gleich noch Bilder, wo wir das besser anschauen können. Störungen, wenn die hier von außen einfallen, dann wirken die auf beide Adern gleich. Das ist wieder gut in diesem Sinne hier, in dem unteren hier, weil das dann, ja, wenn es die Signalisierung in der Differenz ist und wir das verschieben, ist ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten, stört das gar nicht. Die Differenz bleibt ja dann gleich, wenn die Störungen auf beide Adern gleich wirken. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit, so 130 bis 200, vielleicht auch noch ein bisschen schneller, Megameter pro Sekunde, also 200.000 Kilometer pro Sekunde. Das Megameter hat mir bloß so gut gefallen. Die Verdrillung, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oh, hier vorne, das Blau ist ein wenig schlecht geraten. Also, man verlegt die nicht so parallel, so, sondern es wird so wie, verdrillt. Also wir nehmen die beiden Drähte und dann drehen wir das, machen halt das hier fest, drehen das hier ein paar Mal um sich, so umeinander, die beiden Drähte, und dann entsteht da so eine Art Spirale. Ein Zopf, aber nur eben mit zwei Drähten. Die Verdrillungslänge, die möchte man deutlich kleiner als die Wellenlänge ausführen. Unter anderem eben, ja, und man möchte, wenn man mehrere Adernpaare in einem Kabel zusammenfasst, dann möchte man die auch nicht mit derselben Verdrillungslänge haben. Denn dann würde, ich gehe jetzt nochmal rum, um das ein bisschen besser hier zeigen zu können, dann würde folgender Effekt entstehen. Sie sehen, an dieser Stelle ist immer das Rote und das Gelbe nahe aneinander. Hier ist wieder das Rote und das Gelbe nahe aneinander, hier wieder das Rote und das Gelbe nahe aneinander. Und sonst sind hier das Blau und das Schwarze, das Blau und das Schwarze, das Blau und das Schwarze nahe aneinander. Wir würden insgesamt einen Kondensator konstruieren. Einen großen Kondensator. Diesen Verlust durch die Dielektrikum-Effekt, den können wir nicht verhindern. Aber wir können es so machen, dass er nicht ein großer, massiver Kondensator entsteht, durch den wir eine Art von Verlust verstärken sozusagen, sondern wir ändern die Verdrillungslänge, und was dann passiert ist, dass wir, gucken wir, hier ist das Blaue und das Gelbe zusammen, hier ist mal das Blaue und das Schwarze zusammen, dann hier wieder an dieser Stelle gerade das Blaue und die Kreuzung von Gelb und Schwarz zusammen, hier haben wir Rot und Schwarz, hier haben wir Rot und Gelb, und hier haben wir
also das Rot mit der Kreuzung von beiden sozusagen in einem Punkt als Kondensator. Und dann heben sich die zum Beispiel auch auf, weil die Kondensatoren genau falsch rum, genau entgegengesetzt gepolt sind. Und in diesem Falle gibt es eben nicht einen großen Kondensator, über den die Energie auf eine Art verloren geht, Übersprechen entsteht, sondern hier entsteht mehr so ein Rauscheffekt und nicht so ein definierter Effekt wie da. Deshalb ändert man, also haben die, wenn Sie so ein Telefonkabel nehmen Sie, oder ein Ethernet-Kabel nehmen, in dem Sie vier Adernpaare haben, acht Drähte, und Sie pulen außen die graue Isolation ab und vielleicht noch eine Schirmung, die es gibt, dann sehen Sie, dass rot-blau und gelb-schwarz und grün-braun und was gibt es noch? Weiß und braun und grün, ist egal. Grün und orange oder weiß und orange, also die sind ja immer so in Pärchen zusammen, dass die eine unterschiedliche Verdrillungslänge haben. Ist noch ganz interessant, aber das ist auch ganz notwendig, dass die unterschiedliche Verdrillungslänge haben. Also so eine Kabelflechterei, die hat da eigentlich eine gewaltige Maschine, die dafür sorgt, dass die so schön umeinander verzopft verlegt werden mit unterschiedlichen Verdrillungslängen und so weiter. Vor ein paar Jahren hat mein Sohn im Fernsehen, ist man mal über so eine, in einer von diesen Kronzuckers Kosmos oder sonst wie Sendungen über so einen Bericht gestolpert und der war total interessant. Das hat mir auch gut gefallen. Ich müsste es vielleicht mal raussuchen und hier noch einen Link darauf reinpacken. Also diese verdrillten Kupferadern, Leitungen, die werden benutzt, um Telefon in Wohnanlagen reinzuführen. Die werden aber auch benutzt für uns, wenn wir das Ethernet verlegen oder auch hier im Haus natürlich die Kabel, die Telefonanlage. Man nennt diese, also die einfachste Kategorie von diesen Kabeln, Twisted Pair, also verdrillte Kupferadernpaare. Wenn es außen keine weitere Schirmung gibt, dass wir keine elektromagnetischen Wellen in die Umgebung aussenden oder weniger aussenden, nennt man das Unshielded Twisted Pair. Und da gibt es so eine in Amerika standardisierte Einteilung, das nennt sich American Wire Gauge. Sie können das da auch im Internet nachlesen. Hier hinter ist noch ein Wikipedia-Link. Das 26AWG, da ist die Kupferader 4 mm im Durchmesser. Bei 19AWG, American Wire Gauge, sind es 0,9 mm, fast 1 mm dick. Die Kupferader von diesen Paaren. Es gibt natürlich auch dickeres Kabel, um es für Strom zu übertragen. Ich will das aber, brauchen wir auch nicht weiter auszuführen hier an dieser Stelle. In den USA gibt es so, ist entstanden, so eine Kategorieeinteilung für Telefonkabel und Datenübertragungskabel in Twisted Pair Technik. Und das geht los mit Kategorie 1 Kabeln. Das sind dann ganz schäbige, dünne Leitungen. Oft nicht mal massive Kupferadern, sondern noch dünnere Litzen, die da zusammengeflochten sind, damit es dann ungefähr so einen Querschnitt gibt. Die Kategorie 1 Kabel für Sprache und langsame Daten, da kann man so maximal so 56 Kilobit mit übertragen. Aber Sprache geht eigentlich ganz gut. Dann Kategorie 2, da kann man ein bisschen schnellere Daten übertragen, bis 1 Megabit pro Sekunde. Die, das hier sollte vielleicht dastehen. Dann da gibt es das Kategorie 3 Kabel, da kann man eine Bandbreite mit bis 16 Megahertz, ein Band bis 16 Megahertz vernünftig übertragen, mit nicht allzu viel Verlusten, mit nicht allzu viel Dämpfung. Das hat man gerne benutzt für Ethernet in 10BASE-T-Technik, wir sprechen drüber, oder den Token Ring von IBM mit dem Kategorie 4 Kabel, jetzt schon wieder schon ein bisschen dickeres Kupfer, bis 20 MHz für den 16 Megabit Token Ring. Cat5 Kabel,
da kann man Frequenzen so bis 100 MHz mit akzeptabel niedrigen Verlusten übertragen, von dem so. Für 100 Base T, also 100 Megabit Ethernet oder ATM. Und für Gigabit Ethernet, sagt man in der Regel, möchte man Cat6-Kabel benutzen. Also wieder dickere Kupferadern. Jetzt denkt man sich, warum verlegt man nicht überall einfach Cat6-Kabel? Erstens ist es ein bisschen teurer, aber das ist in der Hausverkabelung nicht mal das Problem. Dieses Cat6-Kabel, das ist schon relativ massiv und biegt sich ganz schlecht. Das geht einfach schlecht um die Ecke. Wenn man es durch einen Kabelkanal durchzieht, hat man Riesenarbeit damit. Und wer zu Hause schon mal versucht hat, in den Kabelkanal noch ein weiteres Kabel reinzukriegen, der weiß genau, wovon ich spreche. Ne? So ein Cat 2 oder Cat 3 Kabel mit vier Adern dadurch, das kriegt man überall noch durch. Aber so ein Cat 6 Kabel, naja, viel Vergnügen. Ne? Das ist dann schon anspruchsvoller, das da durchzukriegen. Es heißt übrigens nicht, dass Sie nicht über einen Cat3-Kabel auch noch 100 Megabit drüber kriegen oder vielleicht sogar ein Gigabit drüber kriegen. Die Frage ist bloß, wie lang ist das Teil? Ne? Wenn Sie es über 10 Meter zu Hause vom einen Zimmer ins andere verlegen wollen, dann können Sie auch für Gigabit Ethernet noch sowas da benutzen oder sowas. Das kann schon auch noch funktionieren. Nur so als Anmerkung. Wenn man übrigens Cat6-Kabel dann auch geschirmt hat, da ist ja dann außen nochmal so Staniolfolie oder Silberpapier sozusagen drumherum zur Schirmung, das wird dann noch dicker und noch unhandlicher und noch unflexibler beim Verlegen. Als nächstes, also das waren die Optionen, die man hat, so auf vernünftige Art, so bis ungefähr auf Kilometer Distanz oder so ähnlich, oder 2 Kilometer Distanz in der Größenordnung von Bandbreite bis zu 250 MHz verlegen. Cat6-Kabel. Wenn man größere Bandbreiten möchte, muss man ein bisschen schöneres oder anders aufgebautes Kabel benutzen. Da benutzt man kein Twisted Pair, sondern da benutzt man diese Koaxialkabel. Die Koaxialkabel, die kennen Sie wahrscheinlich vom Antennenkabel, mit der die Satellitenschüssel mit Ihrem Fernseher verbunden ist, beziehungsweise mit dem Satellitenempfänger, oder von dem klassischen Antennenkabel oder von dem Anschluss vom Kabelanschluss zu Hause im Keller rauf zum Fernseher bei den Eltern oder so. Dieses Kabel, wenn man das mal sich greift und aufschneidet oder im Baumarkt sich Antennenkabel anguckt, das gibt es ja da auch von der Rolle, ne? Da kann man sich also mal ein aufgeschnittenes Ende ansehen, dann stellt man fest, dass es innen drin so einen dünnen, naja, Millimeter oder so oder 2 Millimeter dickes Kupferleiter findet, einen, und dann ist da draußen ein bisschen Plastik drumherum, das ist meistens durchsichtig, das Plastik. Und dann gibt es da ganz außenrum entweder so ein Drahtgeflecht, also geflochten aus vielen Drähten, so ein Mantel außen drumherum, fast schon, das kommt einem schon so vor, als ob das so gewebt ist, ne, wie Textilien, oder ja, wie heißt das, Alufolie außen drumherum, ne? Alufolie, wie man sie auch in der Küche benutzt, naja, so ein Staniol oder sowas. Das ist hier außen rum und dann gibt es nochmal einen schwarzen oder einen weißen Mantel außen drumherum. Auch wieder aus Plastik. Dieses Kabel, bei dem ist die Signalausbreitung tatsächlich hier im Dielektrikum zwischen dem inneren Leiter und dem äußeren Leiter. Da drin breiten sich die Wellen aus. Wir werden gleich noch eine andere Sorte von solchen Kabeln kennenlernen. Da breitet sich die Welle eben auch geführt aus, innen drin im Isolator, im Dielektrikum. Der Wellenwiderstand von sowas ist zum Beispiel 50 Ohm oder 75 Ohm, steht auch im Baumarkt dran, bei der Rolle,
das ist jetzt ein 75 Ohm Kabel oder 75 oder 70 Ohm Kabel, die Ausbreitungsgeschwindigkeit so bis 240.000 Kilometer pro Sekunde. Und die Kennzeichnung ist in der Regel die Dicke vom Innenleiter zur Dicke vom Außenleiter, von diesem Drahtgeflecht hier außen. Und das sind so typische Parameter, 2,6 mm, 9,5 mm. Das ist schon ziemlich gutes, ziemlich kräftiges Kabel. Ja, das habe ich schon, die Widerstandsverluste, die wachsen mit der Wurzel der Frequenz. Das bedeutet, wenn man sich so überlegt, was man darüber übertragen kann, welche Bandbreiten, und 2 GHz Signal, das ist schon kräftig. Braucht man aber auch, um von der Satellitenschüssel zum Fernseher zu kommen. Jedes Fernsehprogramm braucht, analog zumindest, 6 MHz. 200 Fernsehprogramme haben will, dann ist man eben bei diesen entsprechenden Mengen. Ja, da braucht es eben so viele Gigahertz. Die Signalausbreitung habe ich schon gesagt, im Dielektrikum, und die Ummantelung, naja, die dient einerseits natürlich sehr gut dazu, denn die braucht es natürlich auch, weil man ja diese Welle hier drin, die Elektrikum, ja, die entsteht eben genau zwischen diesen beiden Polen da. Die hilft auch noch gegen Störungen und Abstrahlung, also Störungen von außen einstrahlen. Abstrahlung, Signal verlässt unser Kabel. Das Außenfeld ist ganz, ganz niedrig. Also da braucht man sich auch um sowas hier eigentlich nicht mehr zu kümmern. Mit der Distanz. Übersprechen zwischen zwei Koaxkabeln nebeneinander, das gibt es eigentlich nicht. Zumindest ist es so niedrig, dass man es nicht feststellt. Und hier sollte vielleicht auch noch ein kleines S reinkommen. An dieser Stelle. Überbrechen heißt schon nicht. Bei niedrigen Frequenzen ist diese Ummantelung nicht so wirksam. Das funktioniert gut bei hohen Frequenzen. Wir würden also da eben so ein Band zwischen ein paar Megahertz und ein paar Gigahertz benutzen zur Signalübertragung. Als nächstes noch, wir haben noch ein paar Minuten, die Hohlleiter, Waveguides. Wer von Ihnen hat schon mal das Gartenschlauchtelefon benutzt? Ja, Sie haben? Gut. Ich weiß nicht. Vor vielen Jahren, da hatten wir ein Haus, meine Frau und ich. Da stand so mitten im Grundstück und da ging auch ein paar Meter rauf. Und oben war die Eingangstür und unten war die Garagenausfahrt. Und da habe ich meiner Frau von diesem Gartenschlauchtelefon erzählt. Und wir hatten auch gerade einen Gartenschlauch zur Hand und dann, sie hat gedacht, das glaube ich dir nicht. Hat sie gesagt, das glaube ich dir einfach nicht, dass das funktioniert. Und dann bin ich durchs Haus marschiert und habe 2 Trichter gesammelt. Dann haben wir den Gartenschlauch außenrum verlegt, 20 Meter, so sind die alle irgendwie. Schön Trichter rein. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, jetzt gehst du mal oben vor die Haustür. Und da habe ich was gesagt und sie hat es natürlich nicht gehört. Und dann habe ich in den Trichter rein gesagt und meine Frau hatte sich irgendwie den Trichter so, wie gedacht, das funktioniert nicht richtig, wenn dann nur ganz leise, so ans Ohr gehalten und ich habe da ganz normal reingesprochen und das kam mit einer hohen Lautstärke da raus und als nächstes habe ich einen Schrei gehört, dass es ihr zu laut wäre und sie es Ohr weh tut. Das Gartenschlauchtelefon hat super funktioniert. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Was passiert da? Das ist eine geführte Ausbreitung der Welle, so wie hier zwischen dem Dielektrikum, also hier im Dielektrikum zwischen diesen außen der Staniolhülle und hier innen drin der Kupferader. Beim Gartenschlauchtelefon, da lassen Sie Ihre Schallwellen rein und die Energie kann sich nicht so rundherum ausbreiten, sondern die Wellen, die werden reflektiert in dem Schlauch entlang. Und deshalb kommt viel von der Energie, dass ich hier reinstecke, insbesondere wenn ich einen Trichter benutze, ne, damit es schön reingeht, und auf der anderen Seite kommt das dann wieder raus. Auf der anderen Seite braucht man gar nicht so dringend den Trichter fürs Hören, sondern natürlich nur fürs Sprechen. Also die Energie bleibt erhalten und geht nicht verloren von den Schallwellen. Man kann sowas auch in metallischen Hohlkörpern machen.
zum Beispiel solchen Rechteckrohren oder auch runde Rohre. Ne? Können Sie auch, ja, das kann man auch mit einem, besonders gut geht es mit einem, eine Regenrinne können Sie auch dafür nehmen. Die tut es prima, ne? Im Baumarkt 50 Meter Regenrinne kaufen und dann können Sie dadurch prima Daten übertragen. Na gut. Die Frage ist, ob Sie eine Anwendung dafür haben. Elliptische Querschnitte, runde Querschnitte, rechteckige Querschnitte gehen. Das kann man entweder mit Luft füllen oder wenn man es richtig gut machen will, füllt man es natürlich mit Stickstoff. Dann ist es inert da innen drin und es gibt keine Korrosion in dem, Waveguide innen drin. Und das ist eine geführte Ausbreitung von eben so elektromagnetischen Wellen. Das geht bis zu sehr hohen Frequenzen, Mikrowellen. Deshalb benutzt man das zum Beispiel bei Sendeanlagen. Wenn man oben an der Antenne relativ viel Sendeenergie braucht und den Verstärker unten hinbauen will, der Techniker, der kommt mit seinem Auto, um das zu warten, zu reparieren, der hat auch, den will man ja auch nicht da oben raufsteigen lassen und bei Wind und Wetter 50 Meter in der Höhe irgendwie rumturnen, können ja auch gar nicht alle Leute, sondern man baut die ganze Elektronik, die Verstärker, den Digitalteil, baut man unten in den Schaltschrank, am besten noch ein kleines Häuschen rein, damit das auch schön warm hat und es nicht regnet, wenn er das wartet. Und dann kann er da drin arbeiten und irgendwelche Bauteile austauschen und so weiter. Und der Rest ist nur noch, da geht so ein Waveguide von unten rauf zu den Antennen oben, so wie, naja, so eine Art, wie eine Rohrleitung. Und von der Antenne da oben wird es dann nur noch abgestrahlt. Da braucht man oben keine aktiven Komponenten, keine Verstärker, nichts. Sondern nur noch was ganz Passives. Ja, deshalb habe ich hier auch geschrieben, auch als Zuleitung für Mastantennen. Diese Waveguides, da kann man ganz erstaunlich hohe Frequenzen, Frequenzbänder drin übertragen, 110 GHz. Das ist schon echt viel. So, beim nächsten Mal geht es weiter mit Lichtwellenleitern. Ich mache jetzt an dieser Stelle hier Schluss, denn das können wir besser in einem Kapitel erzählen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Auf Wiedersehen.